Am Brandenburger Tor in Berlin regiert zurzeit König Fußball. Deswegen mussten die Designer und Modefans weichen. Die Berliner Fashion Week ist vom traditionellen Standort in ein Eisstadion im Stadtteil Wedding umgezogen. Ganz nett, aber am Brandenburger Tor ist es doch besser, schöner, doch von der Atmosphäre her auch und alles so drumherum. Ich bin überrascht so. Ich mag es eher, wenn es ein bisschen verwinkelt ist und ist was zu entdecken, das gefällt mir sehr gut. Aber eigentlich geht es hier ja vor allem um eines, den perfekten Look. Die neuen Trends für Frühjahr, Sommer 2017 und für viele Fashionistas auch ein wenig darum, nicht nur zu sehen, sondern auch gesehen zu werden. Viele interessante Menschen, lustige Menschen. Berlin ist sowieso immer sehr ein Multikulti-Platz. Und wenn der Modetrubel hier einzieht, ist natürlich alles noch viel, viel mehr so overwhelmed. Aber ich finde das ganz, ganz toll. Ich mag diese Art, dieses Über und mehr. Berlin zeigt sich mal von seiner besten Seite. Und nicht nur im Stadion, sondern auch an vielen anderen Orten in der Hauptstadt folgt eine Show der nächsten. Während hier das Berliner Label Steinrohner schon seinen Look präsentiert, wird an anderer Stelle noch eifrig gewerkelt, genäht und anprobiert. Da kommt selbst beim Profi Nervosität auf. Designer Michalski feiert dieses Mal sein 10-jähriges Jubiläum. Wenn ich aufgeregt bin, bin ich eigentlich komplett anders, als ich sonst bin. Ich werde dann eher komplett ruhig. Er hat ja noch ein wenig Zeit. Michalskis Show wird das große Finale des Modespektakels sein. Aber bis dahin zählt jede Sekunde.